Hallo und herzlich willkommen zum nächsten und wahrscheinlich auch erstmal letzten Teil der Tutorial-Serie, wie ihr euch einen eigenen Discord-Bot in der Programmiersprache Python erstellen könnt. Und zwar in der Rewrite-Version der Discord.py. In diesem Teil wird es darum gehen, wie ihr einen bereits geschriebenen Bot in der Async-Version, das war ja die Version davor, da hatten wir auch eine Tutorial-Serie dazu gehabt, wie ihr die umwandeln könnt in eine Rewrite-Version. Also kurz gesagt, upgraden. Und hiervor nochmal ganz kurz vorweg, das Ganze funktioniert nicht zu 100%. Es gibt bestimmte Teile, die nicht richtig umgewandelt werden. Das ist jetzt hier bloß so mehr oder weniger grob, aber es sollte trotzdem, sagen wir mal so, problemlos funktionieren in den meisten Fällen, wenn ihr da nicht zu komplex wart, sage ich jetzt mal. Das erste, was wir eigentlich schon mal ändern müssen, ist diesen Teil hier mit dem Change-Status. Denn er wandelt an der Stelle nur das um, was hier als Event definiert ist. Das heißt also, nur diese Standard-Events hier. Das heißt, das hier würde er nicht umdefinieren. Von daher, das müssen wir erstmal rausnehmen und das ist dann ein Teil, den ihr neu schreiben müsst. Denn selbst wenn man das jetzt so übernehmen würde, es würde nicht mehr funktionieren richtig. Von daher, an der Stelle würde ich euch empfehlen, nehmt das am besten raus aus eurem Async-Programm und schreibt es dann am Ende neu. So. Dann können wir auch anfangen. Ich nehme jetzt auch absichtlich das hier unten nochmal mit rein. Und, ja gut, das kann da weg. Das brauchen wir nicht, weil das funktioniert hier gerade sowieso nicht. So, ich speichere das an der Stelle. Und dann müssen wir uns als erstes noch etwas runterladen, nämlich Python in der Version 3.6 mal wieder. Warum? Ganz einfach, in der 3.7 und 3.8 funktioniert dieses Programm, was wir jetzt gleich brauchen, nicht mehr. Von daher, wir brauchen jetzt hier nochmal die 3.6, aber keine Sorge, ihr müsst die 3.8 oder 3.7, je nachdem, was ihr habt, nicht deinstallieren, ihr könnt die 3.6 drüber installieren und dann entsprechend später wieder löschen. Von daher, hier einfach wieder die Executable-Datei runterladen und entsprechend starten. Man sieht auch hier, das ist nicht mein erster Take. So, und ihr könnt ihr direkt Install Now anwählen. Wir sehen auch hier an dem Zeichen, hier wird kein Administrator gebraucht, denn die py.exe, die wird an der Stelle nicht überschrieben. So, das Ganze ist fertig und wir können das hier schließen und die Seite brauchen wir so gesehen auch nicht mehr. Als nächstes brauchen wir Async to Rewrite. Das gibt es bei GitHub. Und zwar gibt es hier einerseits die Möglichkeit, das Ganze über pip wieder zu machen. Das funktioniert aber meistens nicht. Da kommt irgend so eine komische Fehlermeldung. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Von daher, ihr könnt es gerne probieren. Wenn es bei euch funktioniert, dann freut euch. Wenn es bei euch nicht funktioniert, dann müsst ihr das Ganze manuell machen. Aber keine Sorge, es ist ganz einfach. GitHub hat jetzt auch hier gerade, seitdem ich das Video hier gerade mache, ein neues Design. So sah es vorher nicht so aus. Wir klicken auf jeden Fall auf Clone und dann auf Download Zip. Eigentlich stand da früher Clone und Download. Das Ganze laden wir uns runter und anschließend müssen wir den Ordner öffnen, wo unser Python 3.6 installiert ist. Und das ist normalerweise Prozent Local App Data Prozent. So, und dort dann in Programs, dort Python und hier Python 3.6 oder 36 heißt es jetzt hier, ist halt zusammengefasst. Dann hier brauchen wir gar nicht mehr rein. Also hier ist auf jeden Fall die Python.exe. Die müsst ihr finden und zwar auch, wenn man jetzt hier mal raufklickt, in der Version 3.6. Anschließend brauchen wir die Datei, die wir gerade runtergeladen haben. Die starten wir einmal. So. Ja, müssen wir jetzt hier mal wegklicken hier. Und dann, das war jetzt der falsche Ordner, da müssen wir hin. Diese Dateien hier, die müssen wir jetzt da rüberschieben. So, dass die hier drin sind. Anschließend Umschalttaste gedrückt halten, rechte Maustaste, dass wir hier die Option haben, Eingabeaufforderungen hier öffnen. Kann auch sein, dass es bei euch PowerShell hier öffnen heißt. Wenn das PowerShell ist, dann müsst ihr einfach hier reingehen und dann CMD eingeben. Und dann seid ihr auf jeden Fall in dem CMD. Denn hier ist es ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall auch im CMD drin sind. Von daher, wenn das bei euch PowerShell ist, dann CMD eingeben. Wenn das bei euch so schon CMD ist, müsst ihr natürlich nicht nochmal CMD eingeben. Und dann hier einfach gestartet. Python-Exe und dann setup.py und dann install. Das Ganze ausführen, das geht ganz schnell und dann ist das Ganze auch schon drin. Das können wir dann wieder schließen und dann drücken wir einmal STRG Z, um die Dateien hier wieder wegzunehmen, denn die brauchen wir nicht mehr. Dann können wir nochmal auf lib gehen und auf site packages gehen und hier sollte async to rewrite jetzt drin sein. Mit diesen Dateien, die ihr jetzt hier gerade seht. Und von da können wir jetzt auch anfangen. Und zwar schieben wir als erstes die Datei, die wir verändern möchten, hier auch in diesen Ordner wieder rein.
Das heißt, wir schließen das hier, minimieren das Ganze und schieben diese Async-Datei hier mit rein. Dann ist es etwas leichter mit dem Verlinken. Ihr könnt es natürlich auch ohne reinschieben machen, dann müsst ihr die Python-Exe direkt verlinken oder eben die Datei hier. Ich mache es jetzt so, ist meiner Meinung nach einfacher. Auch hier wieder die Eingabeaufforderung öffnen, die hätte ihr gerade auch gar nicht schließen müssen. Und dann einfach eingeben Python-Exe-m async to rewrite und dann einfach die Datei, die ihr umwandeln wollt. In meinem Fall async.py. Das Ganze müssen wir abschicken und dann sollte sich hier eine neue Datei erstellen. Async.py, oder je nachdem wie ihr die Datei genannt habt, .a2r.py. Und wenn wir die jetzt mal mit IDLE 3.8 öffnen, dann sehen wir hier, dass das Ganze umgewandelt wurde. So, hier zum Beispiel. Ja, wo sieht man es am besten? Hier zum Beispiel member.guild.roles. Früher war das ja .server.roles. Hier ist es jetzt Activity. Und hier gibt es eigentlich einige kleine Probleme. Denn so könnten wir das Ganze jetzt nicht ausführen, sage ich jetzt mal. Wir könnten es zwar ausführen, es würde teilweise nicht funktionieren. Zum Beispiel an dieser Stelle hier. Hier steht discord.object, dann die channelNummer.send. Und das würde nicht funktionieren. Von daher, das müsste sich abändern in, was ist jetzt hier, member.guild.get Channel und dann die ID dahinter. Das würde so funktionieren. Das gleiche natürlich auch für den Punkt hier. Member.guild.get Channel und dann die anderen Punkte auch. Hier, wenn man Backslash N geschrieben hat, dann wird hier eine neue Zeile erstellt. Dürfte jetzt nicht so viel Probleme verursachen. Wenn es doch Probleme verursacht, dann müsst ihr das auch wieder richtig machen. Und auch ganz wichtig, jetzt alle doppelten Anführungsstriche, also das da hier, wird durch so ein Zeichen hier ersetzt. Weiß ich jetzt auch nicht genau, warum das so ist, aber ist halt so. Die Zeichen sind genau das gleiche, nur halt ein bisschen schwieriger einzugeben, meiner Meinung nach. Und auch hier ist größtenteils alles so, wie es sein soll. Und da müsst ihr halt durch die Docs dann halt schauen, was ihr dann noch alles ändern müsst, dass es dann am Ende funktioniert. Zum Beispiel dieses before.channel.send, das würde so funktionieren. Aber das da oben mit dem Discord-Objekt, das würde nicht funktionieren. Genauso wie auch hier dieses admin.send würde auch funktionieren. Und hier Message Delete, das wird auch umgewandelt. Und der Rest größtenteils eigentlich auch. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Da müsst ihr jetzt natürlich nur noch hier, das ist jetzt hier rausgeflogen, die Stelle, weil ich die auskommentiert hatte, hier in die Option mit dem Change Status hinzufügen, wenn ihr das wollt. Das müsst ihr dann nach dem Tutorial machen, weil das könnt ihr, wie bereits gesagt, nicht damit integrieren und ja, sonst müsst ihr halt schauen, was da so für Fehler sind. Startet das Programm einfach ein paar Mal, führt alle Befehle aus, da wird ja euch ja angezeigt, wo da noch ein Fehler ist und dann könnt ihr den entsprechend fixen, am besten auch mit Hilfe der Docs. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt es einfach in die Kommentare und dann würde ich sagen, euch eine Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.